Immer Pappe, freut mich, dich fast live gegenüber zu haben. Grüß dich. Grüß dich, Georg. Wir kennen uns vom letzten Jahr, sind ja bei du. Das war der Lösungskongress Bewusst gemeinsam leben. Da bist du als Vertreter der Genossenschaftsidee oder Gemeinwohlgenossenschaft da gewesen. Und ich habe damals überlegt, das bedingungslose Grundeinkommen, das ja heute das Thema ist, dazu zu nehmen. Und habe mir gedacht, nein, das ist irgendwann noch nicht zu früh und politisch auch nicht durchsetzbar und die Leute wissen so wenig. Jetzt haben wir seit ein paar Wochen eine ganz andere Situation und da habe Genau. ich mir dann gesagt, wo sind denn jetzt die Ressourcen? Und da war ich in dem Sinn bei dir. Wie siehst du die Situation jetzt oder die Veränderung auf bedingungslose Grundeinkommen die letzten Wochen? Ja, die Corona-Krise, die gibt der Diskussion natürlich enorm Vorschub, weil jetzt kommen auch die Leute, die vorher gedacht haben, das Grundeinkommen ist nur etwas für Dachinierer oder so, plötzlich drauf, okay, wo kommt mein Einkommen her, wenn es meine Firma nicht mehr gibt oder wenn ich zusperren muss, ne? Und es stellt gewissermaßen die Lösung in den Raum, dass wir, wenn wir einen Sockel haben, von dem aus wir sicher operieren können, dass wir alle viel entspannter sind und wahrscheinlich auch viel hilfsbereiter. Gibt es schon irgendwelche Vermutungen oder Zahlen, wie wir denn ein Jahr das Arbeitsverhältnis ausschauen oder die Arbeitslosenzahlen? Pendelt sich das wieder ein oder ist es zu früh im Moment, da eine Hypothese anzustellen? Du, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe jetzt mal das Gefühl, wenn man so schnell die Arbeitslosenzahlen raufgefahren hat, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das wieder runtergeht. Aber auch ohne diese Krise wäre das bedingungslose Grundeinkommen eine gute Sache. Und wir haben es ja im Grunde schon seit über 60 Jahren für einen großen Teil der Bevölkerung und das nennt sich unser Pensionssystem. Das heißt, eine Pension, so wie du sie bekommst, in ausreichender Höhe ist einem bedingungslosen Grundeinkommen sehr ähnlich, weil du kannst es nicht verlieren, egal wie sehr du Arbeit verabscheust. Und da könnten wir eben ersehen, wie sehr das die Leute entspannt, wenn es, wie gesagt, ausreichend hoch ist. Und die Frage ist, ob das nicht auch für die Zeit, bevor wir in die Pension gehen, eine gute Idee wäre, ob uns das nicht in die Lage versetzt, zum Beispiel mehr für unsere Gemeinden, für unsere Vereine, für die Umwelt zu tun. Oder, das ist eben der Gegenentwurf, nein, der Mensch braucht Druck, weil wenn uns nicht irgendjemand mit der Peitsche droht, dann lassen wir den Bleistift fallen und verschwinden mit der Hängematte in den Wald. Und diese Diskussion ist zu führen. Und eben bedingungslos ist für uns Menschen immer Pension. Ja, da habe ich aber lang gearbeitet. Aber bedingungslos ist halt schon was, wo wir uns, glaube ich, immer mit Kontrolle und diese Dinge sehr, sehr schwer tun. Und vor allem auch die Frage, wäre sowas finanzierbar? Gibt es da Berechnungen? Wird es real funktionieren? Und wenn ja, mit welchem Betrag? Ja, es ist ja im Grunde schon finanziert. Also das Grundeinkommen ist uns nicht fremd. Wir haben uns in Österreich schon seit sehr langer Zeit darauf verständigt, dass wir niemanden erfrieren oder verhungern lassen wollen. Das heißt, die Gelder, die man bräuchte, damit jeder ein menschenwürdiges Leben führen kann, die sind weitestgehend schon im jetzigen System eingepreist. Aber die Bedingungslosigkeit wäre das Neue. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu vermitteln, dass jemand, der womöglich nicht das tun würde mit dieser Freiheit, das, was du für richtig hältst, da tun wir uns schwer damit. Da gibt es eine Anekdote. Wenn du die Leute direkt fragst, was würden sie tun, wenn für ihr Einkommen gesorgt wäre, sagen die allermeisten, ja, ich würde eh weiterarbeiten oder was Ähnliches weiterarbeiten für einen anderen Chef, vielleicht weniger Stunden, vielleicht mehr von zu Hause aus. Aber wenn du dieselben Leute fragst, was glauben sie, würden die anderen arbeiten, wenn für deren Einkommen gesorgt wäre, sagen plötzlich 8 von 10 Leuten, also ich glaube nichts mehr. Und deswegen siehst du, Georg, es ist eigentlich eine Frage des Menschenbildes, viel mehr als eine Frage der Finanzierung. Das Grundeinkommen wird nicht eingeführt werden, bloß weil irgendeine Universität berechnen kann, es geht sich aus. Das wird eingeführt werden, wenn wir uns gegenseitig es zutrauen. Zutrauen hat aber auch wieder mit Vertrauen zu tun. Und das, glaube ich, sind auch die momentanen Lernthemen, das Ganze ermutigend zu sehen und nicht zu sagen, was wäre ein Nachteil, sondern was könnte uns das in dem Sinne auch gesellschaftlich bringen, weil wir sehen schon auch in unserem Umfeld, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ma, ich würde euch gerne unterstützen und noch mehr unterstützen, aber auf der anderen Seite, ich brauche in dem Sinn Geld. Und gerade so dieser kreative Part, der ja, glaube ich, sehr
nachrangig gelebt wird, eben aufgrund dessen wird den Menschen auch extrem gut tun. Was wären denn jetzt die wesentlichen Schritte, Helmut? Was würdest du jetzt als einer der Initiatoren dir wünschen in der Gesellschaft? Was sollte passieren im Moment? Na, es ist zumindest einmal ein guter Anfang, wenn man sich die Frage stellt, was wäre denn für mein Leben anders, wenn ich zum Beispiel 1.000 Euro im Monat als Sockel hätte und keine Probleme, irgendwas dazu zu verdienen. Was würde das bedeuten, wenn das auch meine Familie hätte, meine Nachbarn, meine Freunde? Wie könnte ich daraus dann zum Beispiel mein Leben gestalten? Also eine sehr gute Übung ist, sich vorzustellen, was hätte das an meinem eigenen Leben verändert, hätte es das zur Zeit meiner Geburt schon gegeben. Und dann kann man sich vorstellen, ist das jetzt was Böses oder wird uns das eher weiterbringen? Wenn man dann das Gefühl bekommen hat, okay, ich muss mich vor dem Grundeinkommen nicht fürchten, selbst wenn ein paar Leute aufhören zu arbeiten, dann ist ein guter erster Schritt gemacht. Der zweite Schritt ist, dass man dann anderen davon erzählt, dass man das eine gute Idee findet, dass man nicht alleine ist. Dazu gibt es jetzt gerade ein Volksbegehren, das heißt bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen und kann mit Handysignatur oder an jedem Gemeindeamt, wenn sie wieder offen haben, unterstützt werden. Und damit wollen wir nichts anderes machen, als diese Diskussion vorantreiben mit der größten Frage, die du dir stellen kannst, nämlich was willst du mit deinem Leben anfangen, wenn du weißt, du kannst nicht scheitern? Das ist eine ganz, ganz schöne Frage. Weil wenn man sich ja die Frage stellt, was ist das Schlimmste, was in einer Situation passieren kann, ist meistens passiert es nicht. Ja, schön. Also gilt auch, neue Türen zu öffnen, vielleicht aus den gewohnten Denkmustern rauszugehen. Und es gibt ja auch prominente Unterstützer. Wer ist denn das, die das bedingungslose Grundeinkommen befürworten? Ja, also international ist es recht witzig. Da hast du einerseits Politiker vom linken und vom rechten Spektrum, du hast Silicon Valley, Milliardäre und was weiß ich, bis zum Papst. Also die Bandbreite geht von ganz links bis ganz rechts, sowohl bei den Befürwortern als auch bei den Gegnern. Die unterschiedlichen Argumente sind, naja, jemand, der etwas herstellt, sagt, ich brauche eigentlich Leute, die das kaufen können, weil selbst wenn wir alles automatisieren, Roboter haben die unangenehme Eigenschaft, die kaufen nichts. Und umgekehrt ist es natürlich die Befreiung. Also wenn du dein Geld nicht mehr, indem du Dienst an einem fremden Eigentum verrichten musst, wenn du dein Geld erhältst ohne Bedingungen, dann bist du ja frei, zu einer Sache, die du nicht mehr vertreten möchtest, auch Nein zu sagen. Das würde Unternehmen ganz andere Fragestellungen bescheren. Wenn du zum Beispiel jetzt Panzer baust, ja, und die Leute, die bei dir arbeiten, sagen, also ich habe kleine Kinder, ich kann ihnen das nicht erzählen, dass ich da Waffen baue. Wie wird sich Unternehmertum, die Wirtschaft verändern? Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einerseits das Argument der Leute, die liberale Traditionen hochhalten, sehr stark dort verankert. Und umgekehrt ist es eine progressive Idee für Leute, die sagen, wir müssen unsere Solidarität, unseren Sozialstaat weiterbauen und uns die Sicherheit schenken, damit wir tätig werden können. Künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, die immer mehr wird. Also da wird es auch auseinander klaffen. Aber bei uns, Hans-Peter Haselsteiner, glaube ich, ist ein Befürworter, was mich sehr gefreut hat, mitgerechnet hat. Und Götz Werner ist, glaube ich, einer so der Gründer zumindest im deutschsprachigen Raum. Er hat mich übrigens auf die Idee gebracht vor 12 Jahren, zur Zeit der Finanzkrise mit seinem Buch, ja. Okay. Du warst ja, das wäre vielleicht jetzt spannend, du warst ja mal Banker. Wie siehst denn du das jetzt allgemein? Ja, mich wundert es ehrlich gesagt, dass 12 Jahre nach der Finanzkrise wir noch immer keine, Finanztransaktionssteuer haben, beziehungsweise diese Spekulation ordentlich eingehegt haben. Also es ist ein Spannungsfeld zwischen dem Staat und dem Markt. Momentan ist der Markt halt sehr stark, aber der Staat könnte aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Wir erleben ja gerade, wie Staaten sozusagen als Rettungsanker jetzt wieder die Gesellschaft stabilisieren. Also es gibt hier keine richtige Antwort. Es ist nicht entweder der Markt oder der Staat richtig. Also so wie in der Mathematik, nur eine Lösung gibt es nicht. Das ist aus meiner Sicht ein Spannungsverhältnis. Und das gehört, wie vieles im Leben, in ein Gleichgewicht gebracht.
Ich bin überhaupt ein Fan von sowohl als auch, als wie dieses Entweder-Oder, also dass man wirklich einfach in dem Sinn verbindet und nicht trennt. Vielleicht die vorletzte Frage, Helmo. Bedingungsloses Grundeinkommen, Volksbegehren. Ja. Deine Stimme, die zeigt, wie lange läuft es noch, was ist der Stand und was wäre dann konkrete Forderungen an die Politik? Ja, also beim bedingungslosen Grundeinkommen Volksbegehren haben wir im Februar das Okay bekommen vom Bundesministerium für Inneres, dass wir es jetzt in die Unterstützungsphase bringen können. Wir dürfen diese Unterstützungsphase theoretisch bis Ende des nächsten Jahres, also bis Weihnachten 2021, aufrechterhalten. Da spricht auch vieles dafür, dass wir das so lange lassen. Und dann gibt es eine Eintragungswoche, die wird dann voraussichtlich im Frühling 2022 stattfinden. Und in dieser Zeit sammeln wir natürlich Leute, die diese Idee gut finden und versuchen, Gelder, aber auch ideelle Unterstützung zu bündeln, weil dieses Thema ja nicht verschwindet. Also selbst wenn die Corona-Krise vorbei ist, man kann sich vorstellen, es wird irgendwann eine andere Krise kommen. Und dann stehen wir wieder vor der Frage, was wird unser Einkommen absichern? Und die Forderung des Volksbegehrens ist im Grunde, dass die Regierung sich dem Thema ernsthaft widmet und vielleicht einen Konvent einberuft, der ein Jahr lang mit starker Beteiligung der Zivilgesellschaft untersucht, wie müsste so ein Grundeinkommen ausgestaltet sein, damit es uns langfristig das meiste bringt. Eine kleine Ergänzungsfrage, was gibt es denn an Piloten im Moment, die laufen? Erfahrungswerte europaweit? Also es gibt viele Länder, die damit schon einmal Erfahrungen gesammelt haben. Das, was dem bedingungslosen Grundeinkommen weltweit am nächsten kommt, ist ausgerechnet in den USA der Alaska Permanent Fund. Also wenn du in Alaska wohnst, kriegst du, egal wie alt du bist, egal welche Nationalität du hast, egal wie lange du dort schon wohnst und egal ob du vermögend bist oder erwerbstätig, kriegst du einen Teil der Erlöse, die dort aus der Ölförderung gewonnen werden. Der einzige Punkt, der das von einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie wir das uns vorstellen, unterscheidet, ist die Höhe. Das sind nämlich so circa 2000 Dollar, aber im Jahr. Das heißt, das ist zu wenig, um davon leben zu können. Und das wäre ja das Freiheitsargument. Aber ich habe mit einem Augenzwinkern schon gesagt, wir haben im Grunde mit dem Pensionsversicherungssystem sowas Ähnliches. Und Zusatzpunkt, eigentlich beginnt unser aller Leben so. Also wenn du als Kind auf diese Welt kommst, dann kannst du anstellen, was du willst, unter der Prämisse, du hast eine glückliche Kindheit gehabt. Du wirst von deinen Eltern nicht, weil dein Verhalten nicht gutiert wird, verstoßen oder nicht mehr an den Essenstisch gelassen werden. Das heißt, wir kommen eigentlich aus einer Welt des bedingungslosen Grundeinkommens und verlassen die dann mit 14, 15, 18 oder so, ich weiß es nicht genau. Und dann in der Pension kommen wir wieder hinein. Das heißt, wir kennen das. Das ist im Grunde artgerechte Haltung, wenn ich das so salopp formulieren darf. Wir müssen uns nur noch überlegen, ob wir für die 40, 50 Jahre dazwischen das nicht auch für eine gute Idee und dienlich für unsere Entwicklung halten würden. Das ist der größte Pilot. Wir kennen das. Wobei natürlich die Phase, die Erstphase und die Letztphase ja nicht aktiv genutzt werden kann, um Einkommen zu generieren. Zuerst bin ich auch ein bisschen verkauft als Kind, indem ich auch den Normen entsprechen muss mit Schule etc. Und dann die Pension, wo ich so viel geleistet habe, wo ich sage, jetzt geht's einfach in dem Sinn nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das in der Mittelphase auch so argumentierbar wäre. Ja, der Punkt ist natürlich, die Bedingungslosigkeit, die endet dort, wenn wir alle den Bleistift bzw. den Hammer oder unser Werkzeug fallen lassen würden. Die Wirtschaft muss natürlich funktionieren. Aber die These, die sich sozusagen diskutieren lässt, ist, ob wir nicht eh eine gewisse Wahrnehmung für das, was es braucht in dieser Welt haben und uns diese Orientierung, was bringt Geld, eher vom Weg abbringt. Du musst dir vorstellen, Leute, die ganz, ganz tolle Lebensläufe haben von Universitäten mit unheimlich viel Potenzial ausgestattet, die gehen zu Firmen, die an der Wall Street tätig sind oder bei Facebook oder so einfach nur Daten abgreifen. Und wenn diese Leute, die so viel für die Welt tun könnten, sich alle dort versammeln, wo am meisten Geld zu verdienen ist, dann schaden wir diesem Planeten mehr, als dass wir ihm nutzen.
Ja, und das ist gewissermaßen der Erkenntnispunkt. Geht's beim Erfolgmessen wirklich nur darum, wer ist der reichste Mann am Friedhof, oder geht es um andere Dinge? Und das ist im Prinzip die Diskussion, die das Grundeinkommen beschleunigt. Ne? Was würdest du wirklich tun, wenn du in deinem Leben diese Freiheit hättest, jede Entscheidung treffen zu können? Nicht Geld verdienen zu müssen, sondern wirklich, was würdest du tun, wenn du kein Geld in dem Sinn brauchen würdest? Die letzte Frage, Helmut, und vor allem zu dem vielleicht noch, was mir so gut gefällt ist, Selbstkompetenz, Selbstverantwortung, genau. Hausverstand wieder einsetzen. Weißt, wir sind mündige Menschen. Es muss nicht alles gesteuert, geregelt sein, sondern wieder, wo wir am Anfang gesagt haben, Vertrauen. Und die letzte Frage wäre jetzt folgende, weil das ist so, über das steht eigentlich die Serie, wofür ist es? Und das Wort kommt jetzt groß, jetzt Zeit. Wie würdest du das beantworten? Ja, jetzt geht es darum, diese Erkenntnisse zu gewinnen. Also wie man so oft hört, das Bewusstsein zu heben. Na, worum geht es wirklich? Was ist Erfolg? Was macht mich glücklich? Und vielleicht auch noch in 50 Jahren. Ja? Also uns wird ja von den Medien bzw. von der Werbeindustrie oft eine Art von Glücklichsein oder Erfolg gezeigt, die kurzfristig sicher stimmt. Es macht durchaus Freude, wenn ich mir was Nettes gekauft habe. Aber in Wirklichkeit geht es ja um was anderes. Es geht darum, dass wir gute Beziehungen haben zu unserer Partnerin, zu unseren Partnern, zu unseren Nachbarn, aber auch zu uns selbst, zum großen Ganzen. Also wir sind eingebettet in ein Geflecht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir ein bisschen unterrepräsentieren, wenn wir so viel auf das Zeug, das wir uns gerne kaufen wollen, schauen. Also ich glaube, die Qualität der jetzigen Zeit sagt, kauf dir weniger Zeug und investier mehr in Erfahrungen und Erlebnisse und soziales Kapital, um ein neues Wort zu verwenden. Sprich, dass du halt gute Beziehungen führen kannst. Und da geht es nicht immer darum, was bringt mir das, wenn ich den jetzt kennenlerne oder wenn ich dem frage, wie es ihm geht, sondern einfach den Menschen mögen. Schön, schönes Schlusswort. Die Lebenszufriedenheit auch damit zu steigern, das Außen und das Innen, die entsprechende Balance. Helmut Pape, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke für das Interview und alles, alles Gute für dein bzw. eure Vorhaben. Eigentlich sind es unsere Vorhaben, indem wir ja Bündelung von den Dingen sind. Alles Gute dir, danke. Ciao. Danke, Georg.